Ich spiele dir den mit allem, was ich habe, hat Alexander Scheer dem Regisseur Andreas Dresen versprochen. Und dieses Versprechen hat er gehalten. Vielen Dank an die Gesellschaft. Herr Scheer, ich darf Sie bitten. Moment mal. Mein Lieber, ist das nicht geil, dass wir uns hier heute wiedersehen? Glaubt doch kein Mensch hier in München, ey. Ja. Hey, du hast uns einen ganz außergewöhnlichen Menschen zurückgeholt in diesem Film. Und dass wir dir heute diesen Preis überreichen dürfen, ist uns eine ganz, ganz große Ehre und das macht uns stolz. Oh. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Alexander Scheer. Danke, Tina. Ich wollte noch was sagen. Okay. Wow, ist der schön. Ich bin also, dass ihr jetzt gespielt habt. Keine Zeit mehr. Ich weiß gar nicht, ich habe, dass man hier eine Minute reden darf, gerade erst vorhin erfahren. Ihr müsstet mir nachsehen, ist meine erste Preisrede. Ich werde es nicht ganz in einer Minute schaffen, ich sage es jetzt schon mal. Verehrter Herr Ministerpräsident, liebe Frau Ministerin Gerlach, verehrte Jury, Seilschaft, Wahnsinn, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Eltern. Ich habe mit diesem Preis nicht gerechnet. Da rief vor ein paar Tagen ein Mann bei mir zu Hause an, von der, sagt er, das ist die Bayerische Staatskanzlei. Er sagt, Scheiße, was hat ich denn jetzt wieder verbockt? Und sagt er, nein, ich finde, es ist doch verrückt, dass ich als Junge aus Ostberlin für die Darstellung eines Baggerfahrers aus der Lausitz im tiefsten Sachsen jetzt hier in München den Bayerischen Filmpreis bekomme. Wo gibt's denn so? Also, der Freistaat ist ganz vorne dabei. Danke, danke. So ein Charakter zu spielen wie Gerhard Gundermann, davon träumt man als Schauspieler, das kriegt man vielleicht, wenn man Glück hat, einmal im Leben, obschon ich hoffe, dass da noch einiges nachkommt. Also bin ich überzeugt, aber seit ich angetreten bin in diesem Beruf, habe ich davon geträumt, einmal so gut zu werden, dass ich so eine Figur mal zwischen die Zähne kriege und wenn, dass ich dann auch zeigen kann, was ich drauf habe. Und dass ich jetzt heute Abend hier stehe und diese Anerkennung von meiner Arbeit entgegennehmen darf, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut sich das anfühlt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Moment. Ja, warte. Zeit. Mach mal nicht gleich so Crescendo, bleib mal schön Piano, bitte. Ich danke unseren Produzenten, die sind alle heute Abend hier. Claudia Steffen von Pandora, eine Heldin, Wahnsinn. Christoph Friedel, Björn Hoffmann, Pandora, Verleih, Rock'n'Roll, Peter Hartwig, Bum Bum, Wahnsinn. Ich danke unserer Casterin Karin Wendland, nicht nur, dass du mich auf dem Schirm hattest, sondern auch dieses fantastische Ensemble zusammengestellt hast. Man ist ja immer nur so gut wie seine... Moment mal. Man ist ja immer nur so gut wie seine Kollegen. Zu dir zu spielen, ich hab sonst keinen. Ja, ich bin auch geworden. Wir sind ja im Fernsehen. Was für Theater? Nicht Residenz, ja, ist ja völlig egal. Also, ich komme wahrscheinlich wieder nicht dazu. Ich danke meiner Agentin, Inka Stelges dafür, dass du mich schon so lange so zu nehmen weißt, wie ich bin. Und ohne dich wäre das Showgeschäft nur halb so schön. Vielen, vielen Dank. Ich komme wieder nicht dazu, allen zu danken. Nee, das geht auch. Vielleicht kann ich das an anderer Stelle bei anderer Gelegenheit nachholen. Ich danke Conny und gib mir einfach nichts hier.
dass du mich da auf diese Reise mitnimmst. Sie bringen mich echt in Schwierigkeit. Lass das Ding nicht los. Geht das kann doch. Ich vergessen. Ja, geht, doch. Null. Geht doch, Herr Süß. Vielen Dank. Also, Anni, du hast mich da sicher über die Grenze gebracht. Ich habe davon geträumt, aber ich wusste nicht, ja, die Deutsch-Deutsche und auch meine, ich wusste nicht, ob ich es kann, aber mit dir zu drehen, das war eine vollkommene Arbeit. Ich danke dir und ich liebe dich. Du hast einen Film gedreht, der dazu beiträgt, dass wir uns alle hier in Deutschland besser verstehen und unsere verrückte Geschichte, die wir miteinander teilen. Vielen Dank, München. Grüße nach Berlin. Ich wünsche uns eine fantastische Nacht. Ich sage Servus, Tschüssi und vielen Dank.